auf dieser Straße. Okay. Auf dieser Straße. Genuss? Sehr genau. Hey, Jenny, Suave und Dario. Schön, dass ihr heute hier seid. Im hohen Norden in Hamburg aus Frankfurt. Habt ihr schon viele Festivals dieses Jahr gehabt? Ja, jetzt mittlerweile. Also ich war viel mit Kimo auf seinen Festivals dabei. Wir haben unseren Song gespielt. Auftakt war das Süd-Süd-Festival in Mannheim. Mhm. Das war für uns auch das Highlight, glaube ich, weil es so... Family. Das war unser Festival, mehr oder weniger. Mhm. Also war schon gut was los dieses Jahr. Für mich das erste Mal auch überhaupt, dass ich ein Festival-Season so begleitet habe. Geil, und dann mit Oji Kimo und euren zusammen, also gemeinsam Song unterwegs. Genau. Richtig nice. Voll, guter Einstieg. So, absolut, ne? Absolut, ja. Richtig gut. Du wirst auch so jemand beschrieben mit so Rap-Skills und der so auch sehr nah irgendwie an der Kunst dran ist. Wie ist das für dich so? Also mir ist es oft aufgefallen jetzt auf dem Festival, 100% Playback. Gar nicht, dass Leute wirklich gerappt haben oder so, auch teilweise einen Schwing gekriegt haben, mit Playback das Mikro richtig zu halten. Was löst das bei dir aus? Ey, am Ende des Tages soll jeder machen, wie er denkt. Ich sag dir auch ganz ehrlich, wir haben die ersten Festivals, dadurch, dass wir 3 Jahre nicht gespielt haben, auch teilweise Playback laufen lassen, um ein bisschen reinzukommen, weil am Ende geht es ja darum, dass die Leute Spaß dabei haben, dass auch das, was man vermitteln möchte, rüberkommt. Wenn das andere Rapper anders machen oder die sollen das machen, wie sie wollen. So, natürlich haben wir einen starken Standpunkt und eine klare Vision, so für was wir stehen wollen, aber ich habe mich ein bisschen davon entfernt, nach rechts und links zu gucken oder einfach ein gutes Vorbild zu sein für das, was ich cool finde. Okay, wie würdest du das so ausdrücken, diese Vision, so in Worte? Die Vision? Mhm. Ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, in den Zeiten, wo jeder auf Instagram cool sein will und so, sich zu trauen, einfach wirklich man selbst zu sein, weil jeder will immer cool sein und stylisch und über den Ding stehen. Das kann man aber, glaube ich, am coolsten machen, wenn man einfach so ist, wie man ist. Und das merkt man vielen Leuten an, viele fahren Filme und so, das ist nicht meine Welt. So. Und viele trauen sich auch nicht, die Musik zu machen, die sie wirklich machen wollen, weil sie Angst davor haben, dass es nicht ankommt. Und am Ende des Tages geht es in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern, aber das ist halt meine Referenz, viel darum, jeden Cent aus der Kunst rauszumelken, anstatt wirklich geilen Shit zu machen und progressiv zu sein. Und deswegen sind wir auch noch nicht da, dass wir sagen können, wir sind genauso cool wie UK oder Frankreich, sondern es ist halt ein bisschen mehr Clown und Zirkus-Shit, als dass es da wirklich um freshe Sachen, progressiven Anspruch an die Kunst geht. So. Ja, das ist echt so, ne? Und dann auch, also was würdest du auch nochmal sagen, vielleicht man unterscheidet sich so Frankfurt zu anderen Städten, weil es ja auch nochmal eine sehr spezielle Stadt, was so Rap betrifft. Ja, Frankfurt ist eine coole Stadt erstmal, ne? Also ich kann ja nur für mich sprechen, wie ich Frankfurt wahrnehme, ich bin sehr, sehr multikulturell aufgewachsen. Für uns gab es diese Unterschiede nicht, über die man halt heutzutage immer noch spricht und die immer noch ein Problem sind. Und Rap hat halt einen großen Stellenwert, weil Moses, weil Azad, weil Hannibal, 439, ganzer Nordi und auch noch viele andere Künstler, sprich Vega und so weiter und so fort. Frankfurt war schon immer sehr rough und rau, auch ein bisschen düster. Ich würde auch nicht sagen, dass wir einen typischen Frankfurter Sound haben, aber man merkt, dass wir trotzdem aus der Stadt kommen, glaube ich, bei dem bei der Art von Musik, die wir machen. Einfach krass geile Frauen, Jonesy, Liz, Eliza und so. Voll, also voll. Es passiert auf jeden Fall viel. Ja, das ist schnell. Und hier auf dem Spektrum ist ja schon so ein bisschen so Klassentreffen. Was hat sie hier schon irgendwie ein Highlight jetzt gerade? Also das ganze Festival ist eigentlich ein Highlight, weil sehr viele Freunde von uns da sind. Ne? Sprich das ganze OG Kimo Team, Funkwalter Frank, das sind ja enge Freunde, genauso wie Tom Hanks und Quam. Lugardi und Nein, wir sind ja alle aus ganz verschiedenen Richtungen. Mhm. Lugardi ist aus Köln, Tom und Quan sind aus Hamburg, wir sind aus Frankfurt, die Jungs sind aus Mannheim. Und das ist cool, weil wir eigentlich diese Festivals haben und uns dann immer so alle zusammen dann treffen. Ansonsten sind halt immer vereinzelt die Gruppen dann mal in Köln zusammen oder so, deswegen macht das schon Spaß. Ja, das merkt man auch einfach hier so, dass die Leute, die aber ja, ich habe letztens auch mit Tom in einem Interview darüber geredet, so man nennt es so Underground, weil auch die Leute, die so eine Attitude haben, jetzt immer die Sache, wann fängt es an, ne? Underground, wo hört es irgendwie auf, so. Und es ist aber so, das sind halt so gerade die, so
Camps, die halt so vernetzt sind einfach so in Deutschland. Absolut. Ich finde sogar, dass dieser Begriff Underground auch heute gar nicht mehr so richtig funktioniert irgendwie. Also man kann das ja definieren, wie man will, aber es gibt wahrscheinlich verschiedene Nischen und Szenen und Bubbles, wo dann halt die gleichen Leute stattfinden. Ob das ist, weil die gleiche Musik feiern oder weil sie Freunde sind persönlich. Aber die Entwicklung ist eine coole in gewissen Nischen und es ist halt in unserer Verantwortung, das in der Außenwahrnehmung zu machen, wo wir uns auch sehen. Weißt du? Ja. Diese Worte. So. Grazie. Da bin ich euch irgendwelche Lebensweisheiten mitzugeben, aber traut euch, ihr selbst zu sein. Wenn ihr Mucke macht, dann macht die Mucke, auf die ihr Bock habt. Scheiß drauf, was cool ist, weil nur so werden wir wirklich cool. Und lasst euch nicht blenden von dem ganzen Social Media Shit. Genau so, weil wir. Ja. Cheers! Cheers! Adieu! Dankeschön! Danke! Hat mich richtig gefreut!